Zurzeit ist die Thematik rund um die 737 MAX ja schon wieder hochaktuell. Also jetzt, wo man über die ersten Zahlen spricht, über die ersten halbwegs konkreten Kosten, die sich in den nächsten Wochen und Monaten in Richtung eines zweistelligen Milliardenbetrages bewegen werden, da wird das Tag für Tag echt immer spannender. Und es ist auch immer wieder beeindruckend zu sehen, wie die Fluggesellschaften mit dieser Situation unterschiedlich umgehen. Jetzt, vorgestern, gab es aber noch eine weitere Meldung, die in den Nachrichten für viel Aufmerksamkeit sorgte. Da ging es aber nicht um den amerikanischen Flugzeugbauer Boeing, sondern um den europäischen Konkurrent, nämlich um Airbus. Und das, was da jetzt Thema war, das schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Zurzeit wird das alles hier wirklich nicht langweilig, oder? Was bei der eben genannten Meldung direkt aufgefallen ist, ist, dass die Internetseiten, die sich sowieso auf Luftfahrt spezialisiert haben, sich nur mit dieser Thematik auseinandersetzen, dass die Meldung dort gar nicht so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Im Gegensatz dazu, auf anderen Internetseiten, auf anderen Nachrichtenportalen, die erstmal gar nichts speziell mit der Luftfahrt zu tun haben, da war das ein Riesenthema. Und dort wurden diese Meldungen teilweise sogar ziemlich unterschiedlich veröffentlicht. Aber gut, ganz allgemein ging es erst einmal um ein sogenanntes Airworthiness Directive, zu Deutsch um eine Lufttüchtigkeitsanweisung. Diese beschreibt eine gefundene Problematik und die nun durchzuführenden Maßnahmen, um diese Problematik so schnell wie möglich beheben zu können. Dabei geht es jetzt hier um den Airbus A321neo. Und ich dachte mir, wir bequatschen das erst einmal ganz neutral, was da die Problematik laut Airbus-Informationen ist. Dann schauen wir uns nochmal kurz an, wie darüber berichtet wurde und dann gebe ich nochmal ganz kurz meinen Senf dazu. Laut dieser EASA-Lufttüchtigkeitsanweisung kann es bei bestimmten Flugzeugen vom Typ Airbus A321neo zu einer überhöhten Pitch, also zu einem zu großen Winkel zwischen Flugzeuglängsachse und Horizont kommen, unter bestimmten Bedingungen, in bestimmten Flugsituationen. Da steht da so drin. Und das liefert uns jetzt natürlich erstmal eine überschaubare Menge an Informationen. Die nähere Beschreibung, die man auch benötigt, um das Ganze jetzt wenigstens einigermaßen nachvollziehen zu können, die kam dann wenig später vom Flugzeughersteller selbst, also von Airbus. Und zwar sehen die Bedingungen folgendermaßen aus. Beim Airbus A320neo kann es bei einer Flughöhe von unter 100 Fuß, also unter knapp 30 Metern, bei einem an der hinteren Grenze liegenden Schwerpunkt, jetzt kommt das bestimmte Manöver dazu, während eines Go-Arounds, also während eines Durchstartmanövers, eingeleitet durch harte Inputs am Sidestick, da kann es zu einer zu großen Pitch kommen, auf die die Piloten dann wiederum mit einem Input am Sidestick reagieren müssen, um einen ganz normalen Go-Around fliegen zu können. Also, nur um das an dieser Stelle schon mal vorwegnehmen zu können, nur weil zu große Pitch und Piloten müssen möglichst schnell reagieren, damit das Flugzeug normal weiterfliegen kann, nur weil das in einem Satz vorkommt, ist das, was da passiert, nicht exakt das gleiche, was bei der 737 MAX los ist. Aber dazu später nochmal mehr. Die Problematik, die entsteht hier im System des Airbus A321neo. Und dazu versetzen wir uns mal ganz kurz in diese eben angesprochene Situation. Das Flugzeug befindet sich in einer Höhe von knapp 100 Fuß, kurz vor der Landung, kurz vor dem Überfliegen der Landebahnschwelle, dementsprechend in einer für die Landung geplanten Konfiguration, also mit ausgefahrenem Fahrwerk und ausgefahrenen Klappen, mit einer Sinkrate bei einem normalen Anflug irgendwo zwischen 600 und 900 Fuß, je nachdem, was das dann eben für ein Anflug ist. Die Triebwerke des A321neo, die laufen hier während eines ganz normalen Anfluges üblicherweise nicht im Leerlauf, sondern irgendwo in einem Leistungsbereich zwischen 50% und 60%, vielleicht auch mal ein bisschen weniger, vielleicht auch mal ein bisschen mehr. Wird nun an dieser Stelle mit dem Durchstartmanöver begonnen, dann schiebt der fliegende Pilot die Triebwerksleistung auf den maximal möglichen Schub und der liegt dann auch wenige Sekunden später an. So, und dann muss man ja, um den Go-Around zu fliegen, die Nase nach oben bekommen. Das Flugzeug muss ja wieder steigen. Und da an der Stelle wird es dann interessant. Rein intuitiv würde man jetzt wahrscheinlich sagen, um die Nase des Flugzeuges nach oben zu bekommen, muss man definitiv den Sidestick nach hinten ziehen. Ist ja vollkommen klar. Das Höhenruder muss also nach oben ausgelenkt werden, damit die Nase des Flugzeuges nach oben kommen kann. Jetzt erinnert ihr euch aber vielleicht noch an das MCAS-Erklärvideo. Denn das, was jetzt kommt, ist durchaus mit der 737 MAX vergleichbar, denn es sind ja beides konventionell gebaute Passagierflugzeuge. Die unter den Tragflächen sitzenden Triebwerke entwickeln hier bei voller Leistung ein beachtliches Pitch-Up-Moment und drücken somit die Nase des Flugzeuges ganz automatisch nach oben. Und jetzt, nur um das mal ein bisschen besser zu verstehen, denken wir uns mal ganz doof, der A320 oder der A321neo in diesem Fall wäre kein Fly-by-Wire gesteuertes Flugzeug und hätte auch keine Unterstützung in der Trimmung, so wie das beispielsweise auch in der 737 NG verwendet wird.
Also das Flugzeug lässt sich quasi von der Steuerung her fliegen wie eine Cessna 172. Also wirklich ganz einfach gedacht, irgendwelche Drahtseile, die dann das Steuerhorn oder den Sidestick vorne im Cockpit direkt mit den jeweiligen Steuerflächen verbinden. Und wir sind auch alle stark genug, wir brauchen auch keine Hydraulik dazu, das lassen wir jetzt einfach mal außer Acht. Wenn das so wäre, dann bräuchte man eventuell, um das Durchstartmanöver einzuleiten, einen kleinen Input am Sidestick. Einmal kurz nach hinten ziehen, um die Nase des Flugzeuges nach oben zu bekommen und damit das Durchstartmanöver zu beginnen. Aber wenn dann die volle Leistung an den Triebwerken anliegt, dann sorgen die dafür, dass die Nase nach oben kommt. Die drücken die Nase so stark nach oben, dass hier ein deutlicher Eingriff von dem Piloten benötigt wird. Allerdings nicht nach hinten, sondern nach vorne. Also um die Nase in einem zum Fliegen brauchbaren Bereich zu halten. Wird dann an dieser Stelle nicht getrimmt, dann würden hier auch ziemlich unangenehme Steuerdrücke entstehen. Aber gut, jetzt ist der Airbus eben ein Fly-by-Wire gesteuertes Flugzeug und diese Art und Weise, das Flugzeug zu steuern, zumindest im normalen Betriebsmodus, ganz wichtig, das ermöglicht jetzt nicht nur einen sogenannten Flight Envelope, also einen Bereich, in dem der Computer der Meinung ist, dass sich das Flugzeug dort sicher bewegen kann, sondern das ermöglicht unter anderem auch automatische Inputs an den richtigen Stellen, an den entsprechenden Steuerflächen, wodurch dann eben spürbare Effekte, beispielsweise durch Konfigurationsänderungen oder eben auch durch Schubänderungen, abgeschwächt oder vielleicht sogar komplett verhindert werden können. So verlangt ein ganz normaler Go-Around in einem Airbus A321neo im normalen Betriebsmodus weder ein starkes Nach-Hinten-Ziehen, also einen starken Input am Sidestick, um den Go-Around einzuleiten, noch einen starken Input am Sidestick, also ein starkes Nach-Vorne-Drücken, wenn dann die volle Leistung an den Triebwerken anliegt. Beides ist zwar da, aber eben deutlich abgeschwächt. Erkennbar ist dieses Verhalten teilweise zumindest am links und rechts neben den Schubhebeln befindlichen Trimmrad. Das dreht dann bei einem solchen Durchstartmanöver nämlich eine ganze Zeit nach vorne, trimmt also die Nase des Flugzeuges ganz doof gesagt nach unten, beziehungsweise arbeitet gegen das von den Triebwerken erzeugte Pitch-Up-Moment. Und das, was da passiert, ist eben genau nicht mit dem MCAS vergleichbar, sondern vielmehr mit der eben erwähnten automatischen Trimmfunktion, wie sie beispielsweise auch in einer Boeing 737NG, also in einer ganz normalen 737-800 beispielsweise verwendet wird. Auch da ist es dann ein bisschen lauter, aber auch da passiert während des Go-Aroundes genau das. Die Räder drehen nach vorne, arbeiten gegen das von den Triebwerken erzeugte Pitch-Up-Moment. Und natürlich muss für diese Funktion ein entsprechender Computer verantwortlich sein. Im Airbus ist das der sogenannte Elevator Aileron Computer, kurz ELAC. Davon gibt es zwei Stück. Und dazu kommen dann noch sogenannte Spoiler Elevator Computer, das nennt sich dann SEC 1, 2 und 3. Und dann gibt es noch sogenannte Flight Augmentation Computer, auch davon gibt es zwei, die heißen kurz FAC. Für das in Anführungszeichen unten halten der Nase während des Durchstartmanövers ist jetzt in einem solchen Airbus A321neo, so wie in den meisten anderen Airbus-Maschinen auch, ein sogenannter ELAC verantwortlich. Und genau an diesem Ort, da liegt jetzt eben die entsprechende Schwachstelle. Dafür schauen wir jetzt nochmal kurz in diese Lufttüchtigkeitsanweisung. Da steht dann nämlich, dass bei diesem ELAC mit dieser Nummer da, mit dieser Software, mit dieser Nummer da, dort kann es dazu kommen, dass das Flugzeug selbstständig nicht ausreichend dem durch die Triebwerke erzeugten Pitch-Up-Moment in einer solchen Situation entgegenwirken kann. Hier kann es also dazu kommen, dass von den Piloten am Sidestick ein größerer Input nach vorne verlangt wird, um die Nase dann dementsprechend unten zu halten, um dem Pitch-Up-Moment entgegenzuwirken. Ein größerer Input, als sie das beispielsweise bei einem A320neo oder von einem A321neo mit einem anderen Schwerpunkt gewohnt sind. Darüber müssen Sie oder sollten Sie im Idealfall vorher informiert werden. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Airbus als Flugzeughersteller hat während Tests mit diesem entsprechenden ELAC, mit dieser entsprechenden Software, diese Schwachstelle ausfindig gemacht. Gibt dann jetzt eine entsprechende Revision für die entsprechenden Handbücher raus und halt eben in Zusammenarbeit mit der EASA diese Lufttüchtigkeitsanweisung, was es dann für alle Betreiber der jeweiligen Flugzeuge unumgänglich macht, die Piloten über diese Schwachstelle zu informieren und dann in Zusammenarbeit mit dem Hersteller diese Problematik zu beheben. Im täglichen Einsatz der bis heute ausgelieferten knapp 200 Airbus A321neo kam es laut Airbus-Informationen noch nie zu einem solchen Ereignis, zumindest wurde keines davon gemeldet. Also nochmal zusammengefasst, während eines Go-Rounds kann es beim Airbus A321neo unter entsprechenden Bedingungen dazu kommen, dass das Pitch-Up-Moment durch die Fly-by-Wire-Steuerung nicht so stark neutralisiert wird, wie es die Piloten normalerweise von diesem Flugzeug gewohnt sind. Und versteht mich nicht falsch, das ist definitiv eine Schwachstelle, die behoben werden muss. Aber solche Dinge kommen immer und immer wieder vor.
Über all die Jahre werden Piloten irgendeines Flugzeuges über entsprechende Bulletins über die gefundenen Schwachstellen an ihrem Flugzeug informiert. Das können immer mal wieder zahlreiche sein, kann aber auch mal gar nichts sein. Hat man die Schwachstelle dann wirklich identifiziert, konnte das Problem beheben, dann fliegt dieses Bulletin wieder raus. Das macht den Airbus A321neo zum aktuellen Zeitpunkt weder zu einem gefährlichen Flugzeug, noch ist das, was da passiert, alles genau gleich wie das, was bei der Boeing 737 MAX passiert ist oder auch aktuell immer noch passiert. So kam das in dem einen oder anderen Artikel in den letzten Tagen doch ganz gerne mal rüber. Und ich hoffe, damit konnten wir so ein bisschen die Aufregung der letzten Tage erklären. Wie gesagt, ich möchte das Ganze natürlich nicht relativieren. Wenn man eine Schwachstelle gefunden hat, dann muss man die vernünftig rausarbeiten, soll das Problem lösen. Und das ist auch wichtig, dass das dann getan wird, und zwar so schnell wie möglich. Denn optimieren kann man das Ganze immer, sei es jetzt Airbus oder Boeing, vollkommen egal. Aber die hier innerhalb kürzester Zeit entstandene Aufmerksamkeit, die hätte das Thema wohl ohne die 737 MAX jetzt nicht bekommen. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ein paar interessante Informationen für euch mit dabei waren. Dann wünsche ich euch allen noch einen entspannten Sonntag. Und heute geht noch ein großes Dankeschön raus an Lenny. Vielen lieben Dank an dich für deine großzügige und nette Unterstützung über meine Patreon-Seite. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.